Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Rising World. Meine Stimme ist jetzt gar nicht übertrieben, sie klingt auch immer noch voll normal und ich versuche auch gar nicht hier irgendjemanden nachzuimitieren. Kommen wir nun zu aktuellen Themen. Beim letzten Mal hatten wir ja das Thema, dass der Darkling genau dieses hier nachbauen möchte. Das kann ich mir genauso vorstellen, dass ich dann da stehe und mir das dann so angucke und mir denke... Aber naja. Also. Erstmal als allererstes möchte ich mich hier an dieser Stelle... ein Haar in meinem Mund beklagen. Katzenhaaren. An allererster Stelle möchte ich mich erstmal ganz kurz bei dem Pox bedanken, der mir ein Netzteil zur Verfügung gestellt hat. Ein 500 Watt Netzteil, welches leider so welche unregelmäßigen Spannungsschwankungen hat, dass ich damit keine Livestreams oder sonstiges machen kann. Höchstens noch gerade ein Virenscan über Nacht. Das war es dann aber auch schon. Da musste ich das dann rausnehmen und musste mein altes Netzteil wieder verbauen. Ja, trotz alledem, danke, danke, danke. Man muss sich ja mal bedanken. Des Weiteren hatte es aber auch einen Vorteil, mein Computer konnte ich mal wieder entstauben. Und bisher läuft auch alles komischerweise stabil, aber ihr wisst, der Schein trügt. Man weiß nie, was das nächstes passiert. Gut. Ich brauche jetzt als nächstes für dieses Häuschen da oben massig an Holz. Denn ich möchte gerne das Dach per Hand bauen. Das wird eine richtig schöne Sache. Wird richtig schön lange dauern. Aber ich glaube, zum Schluss wird es richtig gut aussehen. Ja. Es sind halt so kleine Projekte, die man dann ab und zu mal immer vorhat. Ja. Kommt noch was? Nein? Schade. Ja. Dann würde ich jetzt sagen, ich habe da ein paar Themen vorbereitet. Das Problem war bloß, ich bin jetzt gerade hier wieder in einer Livestream-Aufnahme, in einer Let's Play-Livestream-Aufnahme. Und, ja, wie soll ich das ausdrücken? Die Fragen wurden alle schon gestellt, so dass ich das Thema schon vorher beantwortet habe. Oder angesprochen habe. Das ist dann halt so ein bisschen schwer. Deswegen bin ich jetzt hier gerade so ein bisschen spontan. Ja, der Darkling ist jetzt zwar nicht mehr im Stream, aber egal. Das ist ja erstmal irrelevant. Trotzdem, ja, wurden die Sachen halt schon gestellt und das ist dann halt auch immer so ein bisschen so, aber nun gut. Kommen wir zu Star Wars. Habe ich ja immer wieder gerne. Der Darsteller von Chewbacca hat gesagt, in Kürze wird es einen tollen, ja, eine große Neuigkeit geben oder sonst was. Die erste Sache ist die, als der Cast bekannt gegeben wurde zu Episode 8, fehlte Peter Matthew, also der Schauspieler, der in dem Kostüm von Chewbacca steckt, fehlte von ihm, ja, jede Spur in dem Cast. Die Frage ist, wird er nochmal auftauchen oder aufgrund seiner, ich sag jetzt mal, Größe und Probleme mit dem Gehen, ich weiß nicht genau, was er hat, ja. Sollte es nur etwas Kurzfristiges sein, dann würde ich sagen, gute Besserung und dass es schnell wieder besser wird. Wenn es natürlich was Chronisches ist, dann, ja, hoffe ich einfach, dass es trotzdem irgendwie möglich ist, dass es wieder besser wird für ihn. Jedenfalls soll es dafür vielleicht sogar schon einen Ersatzschauspieler geben. Wurde auch schon teilweise in Episode 7 verwendet. Aber vielleicht gibt es ja doch noch den ein oder anderen positiven Aspekten, der da noch bekannt gegeben wird. Ich bin jedenfalls neugierig. Und nein, ich war immer noch nicht in Deadpool, falls das irgendwer fragen sollte. Ja, weil, ja, ich und Deadpool, wir sind nicht gerade so die Freunde. Nee, also ich hatte einfach noch nicht die Zeit dazu, muss ich dazu sagen. Ich hatte wirklich noch nicht die Zeit dazu. Und ich weiß ja nicht, ob ich ihn mir im Kino angucken würde oder einfach warte, bis er dann irgendwann mal im Fernsehen kommt. Vielleicht frage ich auch mal den Reperion, wenn er sich das dann irgendwann mal vielleicht auf Blu-ray oder so holt. Ey, Reperion, rück mal rüber, danke. So. Ey, echt? Mir fehlt ein Setzling? Moment. Da. Auch wieder toll, hier kamen wieder viel zu wenig Setzlinge raus. Aber nun gut, das kennt man ja mittlerweile. Man ist es ja gewöhnt. So, jetzt brauche ich hier das Holz auch noch. Sind hier alle Bäume fertig oder? Ah ne, hier wachsen sogar noch welche. So, und hier haben wir auch sogar noch gleich ein paar Zitronen. Ja, ich meine, wenn ich jetzt eine Zitrone esse, müsste ich eigentlich meinen Durst... Nein, ich stille meinen Hunger.
Okay, gut, Zitronen sind sauer. Aber ich würde jetzt trotzdem sagen, dass ich da meinen Durst mit stille und nicht so wirklich meinen Hunger. Bei einer Orange hätte ich jetzt das wieder anders... Ja, auch nicht. Also, das ist so... Hm. Nun gut. Kann man halten, wie möchte, kann man halten, wie man möchte, wie Dachdecker oder sonst was. Naja. Ah, der Reperion scheint irgendwo in einem Livestream zuzugucken. Entweder YouTube oder Twitch oder was weiß ich nicht. Und schreibt ja gerade, geh unbedingt ins Kino. Ich habe die Zeit nicht. Danke. Da ich das ja wirklich fast jeden Abend am Stream bin. Ja. Dann heute Abend. Denkt dran. 20 Uhr. Super Mario Maker 100 Mario Herausforderung ist wieder am Start. Ich freue mich auf eure rege Teilnahme. Und freue mich natürlich dann auch über jeden einzelnen Kommentar oder sonstige Sachen, die dann ja, entsprechend auch auf der Wiederholung sind oder wie auch immer. Ich freue mich. Oh, ich freue mich riesig. Oi, 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 oi. Dann kann ich immer wieder nur erinnern, wer eine Wii U hat und Mario Kart 8. Montags zwischen 20 und 21:30 das Mario Kart 8 Quattro Community Turnier. Ja, also mit dem Corti und mir. Und natürlich euch als Community. Luca Ziste. Ziste.de. Das klingt auch doof. Lukas. Hi und willkommen im Livestream. Also wie gesagt, montags dann immer könnt ihr das Ganze dran teilnehmen. Einfach nur aus Spaß. Ja, versucht mich vom Rang 1 runterzuholen. Der Darklink war kurz davor. Hat es aber dann doch nicht geschafft. und ja, die Wiederholung dann immer an einem Donnerstag ab 14 Uhr. Dann des Weiteren, wie du mir, so ich dir, ist wieder gestartet. Ich möchte jetzt hier nicht spoilern, aber kann nur eins sagen. Schaut rein, spielt das Level selber, guckt es euch an, wenn ihr Super Mario Maker habt. Lasst einen Stern da. Ja, und denkt auch an das entsprechende Voting, welches gestartet hat, wo ihr auf der Facebook-Seite oder in dem Video mir, so ich dir Video, den Link habt, um dort entsprechend mit abzustimmen. Ihr bestimmt also den Stil. Ganz wichtig. Ja, so viel zu diesen ganzen Sachen. So, nachdem wir das jetzt alles haben, ich jetzt hier massig hoffentlich an Holz habe und endlich hoffentlich auch mal wieder Setzlinge. Nein, da hinten ist noch ein Baum. Einen Baum habe ich noch nicht gefällt. Halt, nee, der ist gerade erst gewachsen, ne? Der ist gerade erst gewachsen. Nee, den will ich noch nicht. Der ist noch so jung, um zu sterben. Birki Rolafsson. Also er hat jetzt gerade geschrieben, ich soll seine Banane essen. Ich weiß jetzt zwar nicht, was er da mit Bananen möchte, aber okay. Passt jetzt gerade hier nicht so ins Thema, aber ja, ich esse gerne Bananen, aber trotzdem, ich habe jetzt gerade keinen Hunger auf Bananen, deswegen, ja. Plus, netterweise muss man dazu sagen, hast du Glück, dass gerade kein Moderator da ist, denn dieser würde dich dann umgehend sperren. Also, ne? Auch Glück gehabt, dass mein Sohn gerade nicht wach ist, um zuzugucken. Aber gut, da könnte ich eigentlich wieder sagen, hey, ich brauche noch einen Moderator für meinen Twitch. Aber das Problem ist, findet mal jemand, der das moderiert, der auch immer da ist. So, mehr Setzlinge sind jetzt hier leider nicht runtergekommen. Das heißt, jetzt gucken wir mal, wie viele Setzlinge haben wir bekommen. 9. Ja, gut. Sind ein paar Setzlinge, kann man ja sagen, sind ein paar. Ja, aber ich stelle mir gerade mal wieder die Frage, was ich ja immer gerne in Livestreams stelle, ja. Was haben die Leute davon, mit diversen Kommentaren in den Livestream zu gehen und einfach rumzustänkern? Was haben sie davon? Ja, sind sie minder bemittelt? Haben sie irgendwelche Persönlichkeitskomplexe oder so? Wollen sie sich einfach nur aufspielen? Wollen sie selber, sag ich mal, Aufmerksamkeit erregen, um einfach dann vielleicht ihren Kanal... Es ist mir schier ein Rätsel, aber nun gut, es muss immer Menschen geben, die einen an der Klatsche haben und ja. Auch so welche gibt es hier im Livestream.
Aber hey, so hat man jedenfalls immer mal was zum Schmunzeln und zum Lachen. So. Das passt. Die Zitronenbäume sind auch groß gewachsen. Oh, und der Darklink macht jetzt hier anscheinend weiter. Aber beim Darklink ist es immer noch so dunkel in der Bude. Ah ja. Lieber Red 51. Hier siehst du nochmal, wie es mit dem Creeper ist. Da kannst du dir mal einfallen lassen, wie das Ganze dann funktioniert in Form von hier in dem Spiel. Hat ein richtig leeres Haus. Es ist so leer. Und wo ist er? Er ist 141 Meter weit weg. Ah, er ist im Steinbruch Steine sammeln. Okay. Dann wissen wir es auch. Ja. Gut. Jetzt muss ich überlegen, was wollte ich da für ein Holz haben? Wie will ich das mit dem Holz machen? Und so weitere Fragen. Muss mir natürlich auch erstmal Gedanken machen. Gehen wir jetzt hier erstmal hoch wieder. Ich glaube, es war Cortis Kreuz. So, mache ich das jetzt hier drunter? Habe ich eigentlich noch Holz mit dabei? Nee, leider nicht. Also, Holzbretter. Ich mache es jetzt mal einfacher. Ich gehe jetzt einfach mal so den Weg runter. So wirklich verletzen kann ich mich ja jetzt dabei auch nicht. Rauf wird nur mal ein bisschen ätzend. Ich versuche immer eigentlich das Ganze so authentisch wie möglich zu machen. Für beispielsweise Server, die das dann zur Verfügung stellen. Und ja. So, Steine, Baumstämme, Baumstämme. Ich packe jetzt erstmal die Baumstämme hier rein. Hier packe ich die Steine rein. 10 Steine. Way! Kann der Korti mal wieder sammeln. Hier habe ich auch noch Baumstämme. Ah, hier habe ich Bretter. Wunderbar. Hier habe ich doch gesagt, hatte ich da noch Baumstämme? Hatte ich noch Baumstämme? Okay. Und auch noch was zu essen. Auch gut. Das heißt, dann kann ich die Baumstämme hier nochmal schnell rüberpacken. Zack, 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 zack. Und da. So, hier rein noch die Erde. Wir hatten da die Setzlinge reingepackt. Ich glaub's ja nicht. Da gehören keine Setzlinge rein. Ach doch, die hatte ich Korti reingemacht. Oh. Die hat immer noch keine Fenster, keine Türen. Hat keine Kiste. Hey, hat jedenfalls eine Treppe schon mal. Wow. Muss man ja schon mal loben. So, ich glaube, ich mache jetzt was, was dem Korti nicht so gefallen wird, aber egal. Nein, mache ich nicht, weil ich dafür gar nicht das Werkzeug gerade zur Hand habe. Guck mal die Fliesen, guck mal die Fliesen. Naja. Geschmackssache. Also packe ich jetzt die Setzlinge wieder hier hin. So, hier rein. Kann er sich das dann hier rausholen? Habe ich da oben noch Erde? Tatsache, da oben habe ich noch Erde. Da. Ja. Lassen wir mal so. Gut, dann kann ich mir jetzt erstmal. Ach, den Setzling muss ich auch noch wegpacken. Ist halt, man muss immer wieder gucken, also ich jedenfalls, dass ich wirklich hier alles loswerde. Das sind Setzlinge Ahorn, die habe ich da hinten. Ahorn und Birke. Dass die auch hier einmal loswerde, damit ich nicht so viel im Inventar habe. Wenn ich nämlich irgendwann mal Platz brauche, beispielsweise durch Farmen von irgendwelchen Gegenständen. Das kann ich essen. So, und da kann ich dann das Brett hinpacken. Genau. Wie ich schön erstmal einen Apfel esse, der in der Luft schwebt. Ein fliegender Apfel. Man gebe mir einen fliegenden Apfel. Gut, bevor wir das Ganze jetzt hier noch künstlich in die Länge ziehen, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und sage,
Bis morgen und ich bin euer Trohaut rein. Tschö, tschö.